Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge City Bus Manager hier bei Heisenberg Zockt. Guck mal, haben wir gesetzt. Jawohl, einen Christbaum. Jetzt muss ich gerade überlegen, morgen ist er. Richtig, morgen ist erst der 23. Dann spare ich mir noch ein frohes Weihnachten auf. Ja, einen Tag noch. Dann ist tatsächlich schon wieder Heiligabend. Heiliges bisschen. Gut, also machen wir mal Tempo. Wir haben in dem Sinn zwar nicht heilig, aber wir wollen ja ein bisschen Geld verdienen. Weil wir brauchen, wenn ich mich nicht täusche, Busse. Nö, das ist aber zu scherz. Was ist denn jetzt kaputt? Nein, seht ihr das? Wo kommt denn das jetzt her? Die fehlen alle heute, die Busse. Das gibt's doch nicht. Ist das wieder irgendwie, weil ich geladen habe? Jetzt ist es, glaube ich, einer weniger. Das kann doch nicht sein. Hab ich irgendwas übersehen? Umwelttage? Nö, das macht irgendwie nichts. Ja, das gibt's doch nicht. Warum fehlen jetzt da so viele Sachen? Letzte Fahrt, 60 Minuten. 30 Minuten, okay, das zieht an, das ist gut. Ich gehe, glaube ich, mal mit dem Tempo ein bisschen runter. Das gibt's doch echt nicht. Lass mich mal gucken, können wir was zuweisen? Haben wir freie Busse? Wahrscheinlich nicht, sonst müsste ja der Schichtplan eigentlich stimmen. Aber, das ist irgendwie ganz seltsam. Da kauft wer Tickets, das ist schon mal schön. Das ist ganz seltsam, dass wir jetzt so viele fehlende Busse haben. Ich habe doch nichts angestellt. Wir haben keine Busse verkauft, wir haben eigentlich auch keine mehr abgezogen. Ich kann das hier nicht erfüllen. Da können wir auch wieder auf Tempo gehen, weil das spielt dann keine Rolle. Wann ist diese Schicht? 12.10 Uhr. Das heißt, wir haben hier noch ein Momentchen Zeit. Da müssen wir hier halt wieder in den grünen Bereich kommen. Und das ist bei dem Umsatz, den wir haben, nicht ganz so einfach. Da kommen gerade ein paar. Also eigentlich ist doch... Es müsste doch ein Bus verfügbar sein, sonst würde doch hier unten stehen, dass eben keiner verfügbar ist. Sehe ich das falsch? Nee, sehe ich eigentlich nicht falsch. Die Frage ist halt, wo? Ist das für eine Linie, die 33? Ich weiß halt nicht, ob das dieses Depot ist. Das wäre natürlich auch noch interessant. Oder gut, dahingehend, dass hier im Prinzip, wenn ich Zuweisen mache, aber das ist doch eh so, dann springen wir eigentlich zu dem Depot, das zuständig ist. Und das wäre dann das hier. Ja, warum haben wir denn hier keine Meldung, dass Busse fehlen, wenn ich keinen zuweisen kann? Das finde ich schon auch gerade ein bisschen merkwürdig. Oder übersehe ich was? Sag mal, seht ihr was? Hier ist doch kein Bus, den ihr zuweisen könnt. Die sind alle tatsächlich belegt, sozusagen. Kann ich nichts machen. Trotzdem, wenn ich hier klicke, was passiert, wenn ich hier klicke? Dann bleiben wir auch hier. Okay, ist alles Linie 33 im Prinzip. Das ist wahrscheinlich sogar die neue Linie. Wir können ja mal schnell gucken. Linienstatistiken. Die 33, ne, ist nicht eine neue. Das ist die hier. Die hat 4 Minuten Verspätung. Okay, gut, die haben gar keine Verspätung mehr, wenn keine Busse drauf sind. Das kann ich Ihnen schon mal versichern. Also gut, geht euch da auf Tempo, weil wir brauchen das Geld, wir müssen Busse kaufen. Alle schon belegt hier, man sieht's. Da ist tatsächlich alles schon belegt. Gehen wir nochmal rauf, ich klicke mal nochmal. Dann gehen wir hier tatsächlich wieder in den Pausenmodus, sagenhaft. Warum das nicht einfach so bleiben kann, dass das läuft, ich weiß es nicht. Nee, das hat wirklich keiner. Ich wiederhole mich, ich weiß, aber... Ja, ich verstehe halt trotzdem nicht, warum dann hier unten nicht steht, dass keine Busse zur Verfügung stehen. Wir gehen mal nochmal schnell zum Schichtplan. Da ist nochmal einer dazugekommen, den wir abarbeiten können. Dann haben wir ein Telefon. Freinehmen, eine Reinigungskraft. Kannst du. Wie spät haben wir es? 11. Oh, wir kommen der Schicht hier natürlich jetzt massiv näher. Und das ohne Geld. Also wir kommen nicht an Busse ran auf die Schnelle. Ist aber wieder einer weniger. Ist schon komisch. Wo stecken denn die? Was machen denn die Busse? Wir sind hier wieder einer mehr. Es ist manchmal schon nicht wahr. So, nochmal zum Samstag. Ja, ist halt auch nicht besser. Ist das das einzige Depot, wo wir Probleme haben? Oh, der Herr Bürgermeister. Um die Umwelt zu unterstützen und den Ausbau der klimafreundlichen Mobilität zu beschleunigen. Erhöhen wir am Samstag den Umweltbonus um 25% für alle Fahrten, die mit einem E-Bus durchgeführt werden. Ja, wir haben 3 E-Busse, das ist jetzt bei uns noch nicht so, dass das wahrscheinlich reinpfeffert. Das ist ganz klar. Wir können nicht alles auf einmal umrüsten, das ist einfach zu teuer. Ihr habt mal noch geschrieben oder in den Kommentaren schreibt mal noch, macht doch überall diese Fotodingensteile hin. Wo haben wir die denn? Hier unten. Wozu das? Weil die kosten Geld. Also ich sehe den Sinn nicht ganz. Solange wir die Busse nicht haben, macht das doch keinen Sinn. Wovon soll da so ein Bus profitieren? Oh, ich wollte gerade sagen, nicht, dass wir jetzt hier tatsächlich... so viele kaputte Busse haben, dass deswegen Busse fehlen. Das habe ich jetzt natürlich wieder verdattelt, dass wir hier gucken. Sagen Sie mal. Scheibenwischer brauchen wir, Keilriemen, Bremse, Motor. Start mal die Reparatur. Dann machen wir den nochmal.
immer noch, aber warum geht es wieder auf Pause? 37.000, wisst ihr was? Wir können eigentlich Fuhrpark, neun Bussen, Solobussen müssen wir uns leisten können, ja denkste. 50.000, beziehungsweise 47.000. Gut, dann versuchen wir es nochmal auf dem Weg hier. Es kommen immer wieder Busse reingefahren. Es könnte ja tatsächlich sein, dass einer dieser Busse irgendwie, ja, frei ist. Nee, ist aber nicht. Da oben, selbst der ist schon zugewiesen. Hey. immer diese zugewiesenen Busse. Ja gut, und immer dieses Pausending. Also wenn wir 47.000 haben, können wir immerhin den Bus kaufen. Ja, aber die Schicht ist auch vorbei. Die haben wir auch verdattelt. Ich gehe mal nochmal hier hin. Wir sind schon wieder im Pausenmodus. Machen wir den. Ja, die haben wir verpasst. Eine hätten wir noch. Bitter. Jetzt ist aber hier dafür wieder in Ordnung. So, das kann eigentlich nur von der vom Auftragsauftrag sein. Hier, guck mal, der ist frei. Ja, jetzt haben wir keine Schicht mehr, die wir zu. Das ist schon. Das ist bitter. Gut, jetzt hätten wir Geld, jetzt können wir einen Bus kaufen, jetzt ist zu spät. Na Halleluja, und jetzt wäre einer frei, da oben wäre, jetzt wären überall welche frei. Na, wie schön ist das denn? Jetzt, wo wir sie nicht mehr brauchen. Sag mal, wo wart ihr vorher, als wir euch gebraucht hätten? Was habt ihr da getrieben? Das gibt's doch nicht. Heieiei. Naja gut, wir gehen mal, würde ich vorschlagen, in ein anderes Depot. Und schauen hier mal kurz nach dem Fahrzeugzustand. Das wäre der Marktplatz, alle Busse. Meine Busse, nicht alle Busse. Defekt ist keiner. Das glaube ich so fast nicht. Aber wir gucken mal. Ja. Ja. Okay. Sind okay. Wie sieht hier der Schichtplan aus? Oh, da ist auch eine Schicht ausgefallen. Aber warum? Wir haben gestern, als wir aufgehört haben, das doch nochmal alles kontrolliert. Und alles war okay. Wo gehen diese Busse hin, wenn wir mal eine Pause machen? Frage ich mich tatsächlich. Naja. Schauen wir mal schnell noch beim Depot 3, wie es hier aussieht. Das können wir auch wieder so machen mit Marktplatz. Nicht neuen Bus kaufen, meine Busse, defekt. Einer ist defekt. Hier reparieren. Einmal Router. Zack, zack, zack. Machen das hier noch schnell. Okay. Hallo da. Gucken wir mal. Haben wir gemacht. Sehr gut. Musste schnell was machen. Entschuldigung. Zuweisen müssen wir nichts. Wir sind im Depot Nummer 3. Das passt eigentlich auch. Schichtplan nochmal schnell irgendwie hier den. Es ist halt, wenn ich aufnehme, dauernd kommt jemand. Kann man das mal verhindern? Ihr müsstet mir mal vielleicht irgendwie so ein rotes Lämpchen schenken. Wo drunter steht Aufnahme und das dann vor die Tür und dann ist Ruhe. Also gut, jetzt. Aber ist ja gut, so soll ich sagen. Hier wieder reinfinden ist eben nicht ganz so schwierig. Da gibt es tatsächlich schwierigere Spiele. So, und es ist tatsächlich so, man sieht's. Wir haben ganz viele freie Busse. Sagen auf, jetzt kriege ich dieses Fenster hier wieder nicht mehr weg. Doch, mit Escape geht's. Und hier sind wir wieder auf dem... Alle jetzt ist wieder auf dem Pausending. Gut. So, gerade habe ich es gesagt mit der Lampe, die ich bräuchte für die Aufnahme. Richtig, und schon ist wieder was. Also, jetzt wollen wir mal gucken. Da kommen Busse rein, wir haben 87.000. Wir machen mal Tempo. Jetzt ist halt die Frage, ja, das können wir nicht mehr reparieren. Was hier kaputt gegangen ist mit den ausgefallenen Schichten, das ist vorbei. Jetzt müssen wir halt schauen, dass wir da, ja, da fehlt immer noch ein Fahrzeug, dass wir da nicht künftig noch größere Probleme kriegen. Am Sonntag fehlen auch wieder welche. Wo sind diese Fahrzeuge, wenn sie ja morgen da sind? Also ich verstehe teilweise irgendwie das Ganze dann wirklich nicht so richtig. 6 defekte Busse, das verstehe ich. Diese Sprache spreche ich. Einmal den. Der ist in Arbeit, steht wahrscheinlich auch. Nö, der fährt noch eine Schicht. Der ist auf dem Betriebshof hier, der Kollege. Der kriegt Motoröl. Der hier kriegt Licht und Motoröl, wenn ich es treffe. Der hier kriegt eine Klimaanlage. Und ein bisschen von allem würde ich vorschlagen. Der hier einen Scheibenwischer. Reifen, Reparatur starten. Dankeschön. Jetzt möchte ich doch noch kurz zu den Ersatzteilen. Ja. Motoren haben wir tatsächlich noch genug. Oh, wir haben keine Akkus. Ja, da müssen wir... die sind aber... okay, die hauen aber rein. Nee, dann... Ich würde mal sagen, ein Akku für die Not. Router haben wir keine mehr. Da haben wir noch Zähne. Ja, das ist schon nicht unnötig, dass wir hier mal vorbeischauen. Machen wir eine Schnelllieferung. Dankeschön mit den Drohnen. Wir haben ja trotzdem Geld. Dann gehen wir jetzt zum Fuhrpark. Kaufen neuen Bus.
einen Elektroliner kaufen wir. Ganz klar, wenn wir Busse kaufen, würde ich sagen, kaufen wir jetzt Elektrobusse. Dann bräuchten wir hier aber tatsächlich nochmal eine Anlage. Hier oben machen wir natürlich hin. Wisst ihr, was das jetzt auch wieder ganz toll ist? Dadurch, dass ich jetzt die beiden Störungen hatte, machen wir gleich mal zwei. Weiß natürlich nicht, wie lange die Folge jetzt schon läuft. Keine Ahnung. So, da noch die beiden, dann müsste das bereits klappen. Ab zum Schichtplan und dann wollen wir doch mal gucken. Morgen, Freitag. Ne, am Freitag war es. Bringt aber nichts. Busse? Ja, es sind Busse, die fehlen tatsächlich. Ja, es ist ein Ärgernis. Man kann es fast nicht anders sagen. Ja, ich sag dazu nichts mehr. Das war jetzt das dritte, vierte Mal. Okay. Ich brauche wirklich so eine Lampe. Es hilft nichts. So, wir haben Geld. Ich würde sagen, wir kaufen uns gleich nochmal einen neuen Bus. Und zwar einen Gelenkbus. Und zwar nochmal einen Stromi. Wir haben ja noch einen zweiten Anschluss dort gemacht. Das müsste also passen. Vorlagen haben wir natürlich immer noch keine. Das wissen wir. Sehr gut. Und wie gesagt, ich habe keinen Plan, wie es aussieht mit der Länge der Folge. Da muss ich jetzt ein bisschen, ja, aus dem Gefühl raus das Ganze machen. So, machen wir morgen hier. Ist okay. Machen wir übermorgen hier. Jawohl, jetzt ist auch okay. Jetzt haben wir das hier wieder gewuppt. Ich kann mir halt echt nicht erklären, wo das herkam, dass wir jetzt zu Beginn so viele Busse gebraucht hätten, die wir nicht hatten, was dann zu Schichtausfällen tatsächlich geführt hatte. Hier ist jetzt okay in dem Depot. Gut, dann sind wir hier wieder auf einem sicheren Zweig. Sehr gut. Kacheln kaufen können wir nicht, aber wir werden nochmal einen Vertrag abschließen. Eine Auftragsarbeit machen, würde ich vorschlagen. Und dann wollen wir hier mal schnell gucken. Schichtplan scheint soweit okay zu sein. Ja, hier dann nicht, aber hier war ich noch nicht. Machen wir den Dienstag. Zack, machen wir den hier. Sehr gut. Dann haben wir das Depot 3 noch. Hier einmal reingucken beim Schichtplan. Ja, mich dünkt, das passt. Gut, also dann haben wir wieder genügend Busse. Und wir haben hier, ne, wir haben kein Geld mehr. Jetzt ist wieder Nacht. Ich wollte gerade sagen. Ja, wir sind auf der sicheren Seite, aber der Ängste. Ja, einer fehlt. Gut, ein Bus. Ein Bus ist okay. Das heißt, wir können hier dann noch einen Bus kaufen. Hier ist dann wieder in Ordnung. Und dann sind wir hier wirklich auch wieder vernünftig unterwegs. Gehen wir zum Depot 1. Hier, haben wir hier genau 200 Busse? 200, 73, 63. Oh, ja, das ist doch ordentlich. 200 Busse, würde ich mal sagen, ist nicht schlecht. Selbstproduziert 0, weil hier sind immer noch irgendwie Probleme, glaube ich. Umwelttage. Ne, das sind die... lass mich mal schnell gucken, Donnerstag bis Sonntag, das hat ja schon angefangen. Da müssen wir gucken wegen den Verstärkern allenfalls, ganz klar. Klimaaktionstage. Dann ist aber das mit, dass wir keinen eigenen Strom produzieren können, eigentlich vorbei. Gestern haben wir produziert, heute nicht. Ja gut, wir haben kein Geld, dann können wir auch keine Dinge mehr hinstellen. Dann müssen wir warten, bis wir das ausbauen können. Aber es ist natürlich schon ein Ziel, dass wir das selber finanzieren können. Post von einem Busfahrer. Überstunden. Aha. Dann schauen wir doch schnell. Mach mal hier den. Personal, Dankeschön. Einstellen, Busfahrer. Zack. Zack, zack. Das hier oben hat, glaube ich, nicht geklappt. Manchmal, ich muss wirklich manchmal zwei, dreimal klicken, bis es greift. So, dann haben wir nochmal ordentlich was eingestellt. Ich hoffe, das hilft den Jungs und Mädels, die hier für uns Bus fahren. Gut, liebe Freunde, ich muss gestehen, ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, wie lange die Folge jetzt schon läuft. Falls sie zu kurz ist, machen wir morgen wieder eine längere. Und dann vielleicht ohne Störungen, dann ist das Ganze bei mir gefühlt auch wieder ein bisschen runder. Ich hoffe... Moment, das mache ich jetzt aber noch schnell. Dass wir das hier noch schnell reparieren. Ich sage aber während dem Reparieren tschüss. Wie gesagt, sorry, wenn die Folge ein bisschen kürzer ist. Dann wird die morgige wieder ein bisschen länger. Und ich werde morgen ein Schild dran machen. Von wegen, Leute, ich nehme auf. Lasset mich in Frieden. Das kann ich euch soweit versprechen. So, die noch schnell. Ja, haben wir. Gut, dann haben wir das. Und danke euch fürs Zusehen. Eine leicht chaotische Folge, zumindest für mich. Ich hoffe, für euch nicht. Und dann hoffe ich, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis dann, tschüss.